Hier sind wir wieder. Heute mal ein bisschen außergewöhnlich, und zwar habe ich gerade schon eine Stunde lang auf diesem Bild da rumgefetzt, wie in einem alten Krieg oder wie in einem alten Kriegsfilm. Und zwar hatte ich mittendrin das Gefühl, langsam wird das nichts mehr. Und zwar habe ich jetzt gedacht, falls ihr mal in die Situation kommt, wo ihr das Bild, das ihr gerade malt, nicht so haben wollt, wie ihr es mögt, habe ich mal gedacht, warum nicht, versuchen wir es, nehmen wir die Farbe wieder runter und malen das Bild weiter. Und zwar die Bereiche, die mir gut gefallen an diesem Bild, sind zum Beispiel hier oben. Ich finde, das habe ich gut zusammenbekommen. Hier der Baum ist auch ganz okay, an dem können wir noch arbeiten, aber hier unten dieser Bereich, der ist mir ehrlich gesagt für meinen Geschmack etwas zu matschig geworden. Weshalb wir uns jetzt darum bemühen, dass wir das abtragen. Dafür verwende ich hier diese Spachtel. Und zwar, ich finde diesen Teil dieses Weges auch noch sehr gut. Das heißt, ich gehe jetzt einfach hier runter und ziehe das gerade ab. So. Die Farben, die wir für dieses Video, die ich für dieses Bild verwendet habe, könnt ihr jetzt unten eingeblendet sehen. So. Und ja. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal praktisch wie ich jetzt in die Situation gekommen seid, wo ihr das Bild, so wie es war, praktisch nicht mögt. Oder nicht mögen ist gut gesagt. Also nicht den Vorstellungen entspricht, die ich sie am Anfang hatte. So, runter. Versuche so viel Farbe wie möglich abzutragen, damit wir praktisch wieder eine gute Basis haben, in der wir ausstarten können. So, Freunde. Erstmal noch den Mantel mitmachen. Und zwar habe ich das Bild am Anfang wieder komplett weiß mit Acryl bedeckt gehabt, habe dann unten schwarz gegenläufig eben schwarzes Acryl aufgetragen und dann mit einem Papiertuch hier so Akzente getupft, eben um hier ein bisschen schwarzen Hintergrund zu liefern, hier und natürlich auch für den Baum. Darauf habe ich Sap Green mit Farbverdünner so weit vermengt, dass es sehr, sehr dünn war, und habe es dann flächig aufgetragen, also über das ganze Bild, und habe dann im Hintergrund, also hier und da, ein paar kleine Zweige mit verdünntem Lampenschwarz gemacht, um eben ein paar Äste zu haben. Habe dann zwei verschiedene Farbtöne angemischt. Das eine war ein Gemisch aus Van Dyke Brown, Schwarz, Cadmium Yellow und Sap Green. Das war so, würde sagen, Militärgrün. Und die zweite Farbe, das war die Highlight-Farbe, das war eine Mischung aus Weiß, Cadmium Yellow, Sap Green und auch einen Schuss Yellow Ochre. Und zwar, wie stelle ich mir das Bild vor? Also das mit den Wegen fand ich ja mäßig, also das war nicht so geglückt. Und zwar habe ich vor, dass ich hier den Weg, also dass praktisch hier oben das Ende ist und sich hier einen Hügel vorne hinzieht. Hier überlege ich mir noch, was kommt, und hier natürlich auch einen kleinen Hügel. Also der Weg so praktisch erinnert mich leicht an das, an einen Ort, also an das Auenland von Herr der Ringe. Und ja, dementsprechend werden wir uns hier orientieren. Also hier werde ich auch noch ein bisschen nachschattieren, und um den Baum eben zu definieren und eben auch ein paar unserer Gruselspots, also für meinen Stil eben, einzufügen. Also, fangen wir wieder von hinten nach vorne an. Das heißt, ich werde zuerst hier mit diesem Hügelchen beginnen. Und zwar, jetzt habe ich es, nehmen wir die Spachtel, klauen uns hier etwas von dem Sap Green, hier etwas von dem
Cadmium Yellow von Missions. Wir bekommen hier so ein sehr sattes Apfelgrün. So. So, das wird aber nicht das einzige sein, was wir brauchen. Wohl. Nein. Nein. Jetzt habe ich mich gerade umentschieden. Und zwar nehmen wir noch ein bisschen vom Sap Green. Einen kleinen Batzen Phthalo Blue. Und mischen das hier etwas, das mit einem kleinen Abstand hier ab. Das wird ein sehr dunkles Grün, also wie ein Smaragdgrün. Und das werde ich verwenden, um eine Art Highlighter hier zu haben. Ich werde aber noch, ich mische jetzt noch ein bisschen Cadmium, nicht Cadmium, sondern Yellow Ochre dazu, um die Farbe eben ein bisschen opaker zu machen. Also opak heißt, dass man das Gegenteil von transparent, also dass man nicht durchschauen kann. So. So, Freunde. Freunde der Berge. Hier. Machen wir einfach ein paar Gräser. Und ihr merkt schon, ich lasse hier zwischendrin ein paar Stellen aus, um eben ja ein bisschen Struktur in den Hügel zu bringen. Jetzt nehme ich die andere Seite des Pinsels und highlighte hier und da ein bisschen das Gras. Machen wir auch gleichzeitig ein paar Gedanken in die Struktur. So. Und was wir jetzt noch machen ist, jetzt nehme ich einen neuen Pinsel und hole mir nur ein bisschen vom Gelb. Das ist jetzt praktisch der Highlighter des Highlighters. Und zwar hier. Ich habe in diesem Bild beschlossen, dass ich die Lichtquelle links oben habe. Deswegen schaue ich auch, es würde praktisch Licht hier erscheinen, dass das Licht eben dort am stärksten ist. So. Jetzt gehe ich einfach wieder zurück, verwische hier ganz, ganz leicht die Farbe wieder zurück und ganz, ganz leicht nochmal drüber. Auch und hier rein und hier verrennt sich schlussendlich. Sieht aus wie eine schön gemähte Wiese gerade. Genau. So, jetzt fangen wir hier an. Und zwar nehme ich dafür wieder unser dunkleres Grün. Für mich hier fröhlich langsam Stück für Stück in den Vordergrund. Verwische natürlich auch die Kratzspuren von der Spachtel, die wir vorhin verursacht haben. Und wisst ihr was? Wir gehen da ganz runter. Warum nicht? Dann haben wir hier praktisch so eine kleine Kreuzung, wo die Personen eben ausweichen, also falls sie hier mit Karren durchfahren, damit sie eben ausweichen können für den Gegenverkehr. Ich
glaube, kann man gut vorstellen, damals, als man noch mit Karren fuhr, hat man sich darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Und ja, so als nächstes nehmen wir wieder, oder nicht wieder, sondern drehen den Pinsel wieder um, schnappen uns etwas von dem hellen Grün. Und zwar hier. Hier. Es ist immer wichtig, dass man nicht die ganzen dunklen Bereiche abdeckt, da man sonst schnell die Perspektive, sag ich mal, verliert. Also praktisch, was gibt mir das Gefühl von Entfernung in dem Bild? So. Wisst ihr was? Jetzt machen wir nochmal ein bisschen Gelb drüber, eben wie vorhin schon. Um eben ein bisschen Highlights zu haben hier im Gras. Ja, schaut schon mal gut aus. Hier in diesem Bereich lasse ich das Gelb etwas weg. Aus dem Grund, dass wir haben ja gesagt, das Licht kommt von links oben und der Baum ist natürlich ein großer Baum und der hat ja auch im Prinzip einen Schatten. Aber um diesen Schatten machen wir uns nicht allzu viel Gedanken, sondern einfach nur, welcher Teil ist ein bisschen schattiger als der Rest. Und in dem Fall hier sagen wir einfach, dass das Licht relativ ungehindert auf diesen kleinen Hügel trifft und hier auch. Aber hier in diesem Bereich ist etwas weniger Licht, da eben der große Baum hier direkt davor steht. So. Ich würde jetzt sagen, jetzt gehen wir direkt hier vorne hin. Und zwar habe ich hier gesagt, ich möchte, dass der Hügel direkt hier drüber geht. Man merkt schon, das Bild nimmt langsam auch schon Gestalt an. So. Dann möchte ich, dass der Hügel ein bisschen drüber geht. Hier wird der Weg noch ein bisschen weiter gehen, hier wird er jedoch ganz verschwinden. Jetzt müssen wir hier praktisch eine kleine Lichtkante machen, damit es so ausschaut, als würde praktisch dieser Weg in einer Art Brille drin liegen. Deshalb wir den Pinsel einfach umdrehen, wieder in unser schönes Apfelgrün reingehen und hier einfach ein paar kleine Lichtreflexe machen. Zack, zack, gehen wir schon rein. Und jetzt zum Schluss noch, wieder mit dem Gelb. Hier nochmal die Kanten. Haaren und ein bisschen Luft hier die gelben Flächen verwischen, um eben ein bisschen den Kontrast wieder rauszunehmen. Hier rein, hier ein bisschen mehr Gelb. Ja. Jawohl. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Ich weiß nicht, also bei mir in der Heimat gibt es einen Berg, da gibt es alte keltische Ruinen drauf. Und da gibt es auch so einen Trampelpfad nach oben hin und der hat ab und zu so kleine Holzpfähler, der praktisch verhindert, dass der Schutt nach unten rutscht. Und ich glaube, hier machen wir auch so einen kleinen Holzpflug, der den Weg praktisch sicher hält. So, und dafür nehme ich hier einfach ein bisschen von Dyke Brown, ziehe das hier gerade ab, mache mir einen kleinen Streifen. Und zieh den hier
drüber. Was ich jetzt mache, ist, ich mache mit Lampenschwarz, gehe ich hier nochmal hin. Und arme praktisch die Maserung des Holzes noch ein bisschen nach. So, jetzt haben wir praktisch einen alten Holzpflug, der da drinnen verweilt. Und was wir jetzt noch machen ist, hier unten habe ich aus Yellow Ochre von Light Brown und Sap Green so einen sehr hellbraunen Ton gemacht, den ich hier eben für den Weg auch verwendet habe. Und zwar gehen wir jetzt hier hin und ziehen den Weg ganz leicht nach unten. Spachtel ganz locker halten. Jetzt haben wir einen sehr steilen Weg, würde ich vorschlagen, damit unsere armen Leute hier nicht raufklettern müssen. Lassen wir den Weg einfach ein bisschen verlängern. Ich würde sagen, sogar noch ein bisschen mehr. Stellt euch vor, wir gehen hier an einem Samstag oder Sonntagmorgen ganz entspannt eine Runde spazieren, genießen hier die schönen warmen Sonnenstrahlen und ja, kommen irgendwann einmal auch beim Ziel an. So. Jawohl, das können wir so lassen. So. Also, wir haben hier hinten ja auch noch den Weg. Und zwar gehe ich rein und fahre hier mit der Spachtel einfach kleine Rillen an. Dann schaut der Weg automatisch sehr grünig aus. Vermischt sich auch gleichzeitig mit dem Hintergrund. Und auch natürlich, also das Braun vermischt sich auch nach außen hin mit dem Sand, mit unserem schönen Apfelgrün. So, nicht vergessen, je weiter ihr näher ihr kommt, umso dicker muss auch der Weg werden, weil die Perspektive verzerrt nach hinten hin den Weg und macht ihn dünner. Und je weiter wir eben in den Vordergrund kommen, umso dicker wird der Weg aufgrund der perspektivischen Verzerrung. So, und ihr seht schon, der Weg nimmt schon Form an. Oh, hier. Schaut ja schon mal interessant aus. Je mehr ihr hin und her scrubbt, also hin und her schabt, umso mehr verrennt sich der Weg und umso mehr vermengt sich die Hintergrundfarbe mit unserem Braun. So. Jetzt habe ich praktisch wieder genug Spielfläche, um mit der breiten Seite der Spachtel zu arbeiten. Das heißt, ich gehe jetzt einfach der langen Kante ran und schabe hier. Ihr könnt auch hier ab und zu einfach Stellen freilassen, um praktisch zu signalisieren, dass dort der Weg praktisch wieder von der Natur zurückgefordert wurde. Das sind ja auch ganz natürliche Dinge, die passieren in unserer Welt. So. Hier vorne wieder. Hier noch ein bisschen, um die alten Schabstellen abzutragen. Jetzt, was ich euch immer empfehlen würde, ist, ihr geht einfach ein paar Schritte zurück, schaut euch das Ganze, lasst es einmal wirken. Hat auch im Übrigen mir kurz, bevor ich mich entschieden habe, hier nochmal einen Teil des Gemäldes zu erneuern, habe ich auch das gemacht und
Ursprünglich wollte ich ja den ganzen Bereich hier wieder abtragen. Und später ist mir eben auch aufgefallen, dass mir hier vor allem die Bereiche ganz gut gefallen und auch die Vegetation für mich sehr ansprechend ist. Und aufgrund dessen habe ich sie eben auch gelassen. So, jetzt nehme ich wieder den gelben Pinsel, also unseren Highlight-Highlight-Pinsel unter Anführungszeichen. Also ich gehe jetzt hier mit dem Gelbton noch ein bisschen drüber. Ja. Wisst ihr was wir da machen? Ich nehme jetzt hier den Fanbrush. Mach hier mit Cat Yellow eine kleine Mischung und gehe hier nochmal über die Kanten drüber, um dem Busch eben hier hinten noch ein bisschen mehr Struktur zu geben. So. Ich glaube, das machen wir auch gleich noch links mit dem hier. Immer schön abwischen. Eben nur hier an der Kante, nicht übertreiben. Perfekt. Jetzt kommen wir zum Baum. Und zwar merkt man, hier habe ich schon eine kleine Schmirage hinter mir. Aber wir nehmen jetzt hier einfach das Grundgerüst, das ich schon fertig habe. Und malen uns praktisch hier kommt auch noch, wir malen uns praktisch auf dem Weg hin den Baum fertig. Und zwar werde ich dafür eine etwas andere Art der Schattierung verwenden. Bei meiner Variante trage ich die Farbe nämlich sehr dick auf und dadurch kann ich dann mit einem Zahnstocher oder mit einem Messer die Struktur der Rinde nachritzen. Und genau das hier werden wir bei diesem alten Exemplar vom Baum auch machen. Zack, zack. So, jetzt werde ich aber erst einmal den Baum ein bisschen strukturieren. Also ich sage, diese Zweige sind etwas mehr im Hintergrund. Das heißt, ich nehme etwas dunkler, etwas Van Dyck Brown. Und rücke. Ah, nehmen wir doch etwas Lampenschwarz. Ja, genau. Und rücke den Baum etwas in den Vordergrund. So. Hier können wir noch ein bisschen. Zack. So. Als nächstes möchte ich diesen Zweig hier auch etwas weiter in den Vordergrund drücken. Das heißt, ich gehe einfach wieder drüber. Und wenn man jetzt ganz genau schaut, sieht man hier eine Linie, die die beiden Äste voneinander trennt. Und so erzeugen wir schlussendlich auch die verschiedenen Ebenen hier auf dem Baum. So, und zu guter Letzt eben der Ast hier vorne. Der verrennt sich hier oben und ist und wächst praktisch und wächst hier vorne in den Baum hinein. So, in dieser Möglichkeit können wir auch noch gleich ein bisschen die Äste hier nachbearbeiten, den Ast ein paar Wucherungen geben. So. Also, wieder zu meiner ausgeklügelten Strategie. Also hier hinten brauche ich, kann ich auf diese Details mehr oder weniger verzichten. Das heißt, ich darf da einfach mit
Das war hier in dem Hintergrund. Da habe ich einfach nur gewöhnlich mit unserem mit Schwarz hinein, um etwas Struktur zu geben. Ist hier, in diesem Fall ist es nicht wichtig, dass wir hier viel einen großen Effekt erzielen, weil eben der Ast im Hintergrund ist. Nehmen wir hier etwas von dem Weiß und tue es unten in dieses Braun hinein, mit dem wir schon den Weg gemacht haben. Also in das Cadmium Yellow Ochre, Van Dyke Brown und Sap Green Gemisch, damit ich eben so eine fast schon Hautfarbe bekomme. Und dann tappe ich hier hier den Pinsel rein. Und zwar, wir haben ja gesagt, das Licht kommt von links oben. Das heißt, in diesen Bereichen trifft auch das Licht den Ast. Nach oben. Zack, zack. Geht's weiter. Weiter in den Hintergrund kommt und so. Also ihr müsst praktisch gar nicht mehr die Farbe auffrischen, die am Pinsel ist, sondern ihr tappt einfach immer weiter gehend in den Hintergrund rein, um eben mehr oder weniger von selbst einen kleinen Übergang zu schaffen. So, wieder rein. Und hier schön. Der Baumkante entlang. Hier. Das gleiche kann man im Übrigen auch mit einer Spachtel machen. Nur dafür muss man schon ziemlich geübt oder selbstbewusst sein, um mit der Spachtel heranzugehen. Und daher wir eben noch im Lernen sind, habe ich mir gedacht, machen wir es ein bisschen langsamer, aber dafür etwas kontrollierter und arbeiten deswegen mit unserem Pinsel. Also ihr seht, ich habe den Pinsel einfach nur ein bisschen aufgespreizt und gehe jetzt hier langsam der Kante entlang. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir das reine Lampenschwarz. Wir behalten den Pinsel bei und kümmern uns um die dunklen Stellen hier im Baum. Und zwar möchte ich hier, wo ich gerade tappe, eine kleine Höhle haben. Dort kann nämlich allerlei Hasen oder Wildtier leben. Bei diesem sehr alten Baum. So, hier unten. Nehmen wir auch gleich ein bisschen schwarz. Zack, zack. Und hier natürlich auch. So. Hier drinnen. Auch hier schaue ich, dass ich das Schwarz sehr mit dem, vor allem im Bereich der Wurzeln hier, dass ich hier die Bereiche etwas mehr zusammenblende, also vermische. So, und zwar geht hier ganz leicht der Schatten von dieser Höhle nach oben. Hier haben wir auch einen Schatten. Was ich da behielt, einfach nach und nach die dunkle Seite des Baumes nach oben hin auf. Fehler oder hier so Ausbrüche sind kein Problem. Könnt ihr einfach mit der Wiggle Duck, wie ich sie nenne, einfach drüber gehen und so den Baum ein bisschen mehr Struktur am Rand geben. So.
Was ich jetzt noch mache, ist hier die Mitte. Hier kommt ja auch sehr wenig Licht dazu, dass ich hier etwas mehr Schwarz dazu gebe. Die weißen Highlights. Dafür wieder eben den Pinsel ein bisschen weiter. Zack, und nur noch die Kanten nachgeben. Wie eben beim Dorito ist der Baum ja ein dreidimensionales Objekt, das heißt, er ist rund und ein Kreis eben Durchschnitt. Und runde Objekte wie Säulen haben ja einen Widerschatten, heißt das. Und zwar haben wir hier eigentlich zu Beginn über eine dunkle Stelle, das zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar hier direkt an der Kante. So in etwa. Dann kommt eben der hellste Punkt, dort wo das Licht eben direkt drauf strahlt, das ist hier, diese Biegung. Dann kommt wieder ein Teil, der dunkel ist, also der richtige Schatten. Und zum Schluss hier eben der Widerschatten des Lichts. So, nach oben. Genau. Ich glaube, das lasse ich mal so. So. Jetzt nehme ich hier so ein schickes Holzmesser und werde jetzt einfach ein paar Linien in die Rinde reinritzen. Und damit es euch nicht zu viel Zeit kostet, schlage ich vor, haben wir hier jetzt einen kleinen Zeitraffer. Also bis gleich. So, Freunde. Jetzt habe ich hier mal mit dem Holzmesser ein bisschen die Struktur nachgezeichnet. Und zwar, was wir jetzt noch machen, ist hier den Schatten. Und zwar nehme ich dafür eben eine Mischung aus Phthalo Blue und Sap Green, um eben auf dieses Smaragdgrün wieder zu kommen, um auf einen Smaragdgrün zu kommen. Und dabei hier ganz leicht ein bisschen die Kontur des Baumes nach.
so, meine Freunde? Jetzt kommt noch ein paar Gruselaugen. Nur ein kleines Detail für uns. Also sagt es keinem weiter. Und zwar gehe ich hier mit Farbverbindung ins Gelb rein. Gehe in meine Antragspose. Und oder auch nicht. Wie ich sehe, sehe ich nichts. Und mache ich hier. Zack. Ein kleines Paar Augen hinein. Wer weiß, was da drinnen sitzt. Vielleicht eine kleine Katze. Ich weiß es nicht. So. Meine Freunde. Ich würde sagen, jetzt gefällt mir das Bild wieder richtig gut. Jetzt kann ich mir wirklich vorstellen, wie wir praktisch zusammen hier den Weg entlang spazieren. Und ja, setzen wir noch unser Zeichen. Und lass uns dann gut sein für heute. So, ich signe hier mit Cadmium Red. Hier unten, zack. Dabei beachten müsst, ist im Übrigen auch, dass die Farbe sehr dünn ist, weil sonst bleibt sie nicht auf der Öloberfläche hängen. Das heißt, ihr müsst immer schauen, dass hier dünnflüssige Farben auf dickflüssig auftreten, nicht umgekehrt, weil sonst eben die Probleme mit der Farbe bekommen. So. Und der letzte Buchstabe. So, Freunde, das war's wieder mit dieser Folge Let's Paint Together. Falls ihr Anregungen oder Wünsche habt, was ich als nächstes machen soll, schreibt es unten in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald bei unserem nächsten Projekt. Danke, ciao!